Leicht, vielleicht, leicht, leicht. Die Stimme ging so nah bei mir in dunklen, warmen Tönen, als würden mitten dort im Meer kleine, weiche Teiche singen. Transparenz, die Welt in meinen Sinnen festgeschraubt, wo ich es bin, verkörpert's mich. Und lieg ich nah, bin ich alles selbst. Gerade denkend spiegelt Glas aus unsichtbarem Vis-à-vis, fliegt ins Jetzt, körperlich schwerelos, ein Etwas voller Farbe. Nicht ganz ab der Welt, haltlos mit dem Wind, nicht weit entfernt, Hand in Hand, mit Zeit und Raum, schüttle kräftig meine Wände, bäume leise meinen Geist, umgarne jenen Sinn und liebe leis die Seltsamkeit. Wenn ich an mir herunterschaue, sehe ich ein Stück Erdboden, meinen kleinen Trampelpfad, bin von der Straße abgekommen, als hätte ich mir eingeblaut, es müsse abenteuerlich sein. Eingeblaut. Dieses Wort tut mir jetzt gut. Suchen von Heimat, womit man nicht weiß, wo das ist. Denken von da, womit man nicht weiß, wo das ist. Womit man nicht weiß, wo man ist. Die geschlossenen Augenlider sind davonschwimmende kleine Schiffe. Schmerz setzt ein, ich kenn ihn nicht. Schmerz, nur du bist da, so hilf. Kälte du, leeres Glas, mein Leib aus Gas. Schmerz, atme ein, mein Kopf weiß Zeit. Schaut außen grelle Einsamkeit, Schmerz, entzieh mich nicht, Erde, Erde um mein Haus. Mein stiller Raum, eine Brücke ohne Deckel, ich weiß die Einsamkeit in vollem Gesang, in Mulden gleißet diese Leere. Der Beobachter bewegt Wahrscheinlichkeit, gibt dem Zufall Raum und Zeit, sich zu manifestieren. Vom Beobachten zum Beachten, dann nur noch achten. Du stehst neben dem Bett, wartest, bis ich erwach. Kleines Schiff. Es schaukelt im Traumraum, Raumtraum, seufzt im Wind, haucht Nebelleben. Von Insel zu Insel, Tag für Tag, als gäbe es Festland weiter. Von Hand zu Hand, Raum in Raum, als wär's das Unsichtbare. Wahrnehmungen nebeneinander, nacheinander, miteinander, ineinander, vom Sein, vom Tun, vom Schlaf, dem Tod. Einfach weglaufen, loslaufen, einlaufen, ein Leben laufen. Nachtraum, Schlaftraum, sichtbar oder un, was fleißig, emsig regt, die Leere niederfegt, im Stillen lautlos fasst, fast im Innern heftig, spielt doch bloß und nackt fürs Chaos. Sich durchblinzeln mit kleinen feinen Augenblitzen, durch die Materie ritzen, beim ganz Stillsitzen, zum Komplexitäts-, Wachstums-, Schnelligkeits-, Überholungs-, Stillstandspunkt, denken, flüchten, reisen, träumen wir.
Langsam zuhören, langsam einhören, langsam anhören, langsam hinhören, langsam herhören, nahhören, fernhören, dahören, jetzt hören, langsam aufhören, lauschen. Wenn Welt nicht mehr gefällt, alles fällt, fallen, fallen, leeres Feld, Steine, Samen, Essenzen, Kerne herausschälen, ans Licht bringen, ins Reine. Vorher war Tod Abschiedsgesicht, schon gestern zerrann, allhabend durch Licht, verweht in den Winden, Zeitstaub, mein Kind, hielt banges Warten, säumend das Herz, nun gleich dem Auge, schauend die Zahl, endloser Raum, flieg vorne an. Als wie geflogenes Blatt im Wind, ein kleinend, weinend, sitzend Kind, als wohlgefallen neben mich, daheim, daheim bin ich. Noch ein Abend nach der Schlaf, ein Freund erzählt sich dumpf im Gras, nichts reimt sich auf, gehen wie stehen, weg ist dein Weg, weg dein Gesicht. Wie nennt man etwas, es ist gleich nah wie Licht. Ich will dich nicht länger aufhalten, genieß es. Trauer ist immer da, schau sie dir in Ruhe an. Das Feuer raucht die Welt, all das bin ich jetzt, es ist wunderbar. Ich halte dich nicht auf, bei deiner Zahl bist du es auch. Alle Zeichen schauen sich an, spiegeln Seiten, großer Diamant. Nackt entfetzt kleine Zeichen da und dort, schimmern Licht. Ein bisschen überschnappen, drüber schwappen, zeichnen Zeichen, Eichen, ich. Den Traum zu beschleunigen ist nicht möglich. Gärt Silbe um Silbe, eilt, stürmt da vorne alle Seiten in Bewegung, behext zu lauter Musik, schnappen volle Ohren, trommeln durch die Nervenbahn, Bilder knipsen eins ums andere, dass ich der Zeit nicht anlehne. Wird der Teppich unter meinen Füßen? Ja, das habe ich längst begriffen, weggeschlichen, abgewichen, gehen diese Lederstiefel und ich innen drin. Dieses sich fühlen, als ob man ist, ob man weiß, wer man ist, ist wie man ist. All das, was all und ein geht, all das wie und so, wo all das sowieso geht. Sturmwind, schaukelst die Räder, vibrierst das Gemüt, kleines Herz in meiner Hand, träum diese Bilder dem Schlaf. Lauter schneller Regen jagt Blitze zu Boden, Donner, roll mich, dreh mich leicht zur Seite, regne eine ganze Welle, schenke sie der See, schöpfe eine neue Quelle, fahre sie zum Meer. So gut, so nah, so hat sie mir ins kleinste Detail Erinnerungen aufgeblättert, hier im Nachhinein mich aufgehalten, mitten wo ich geh ein Bein gestellt. Nichtsdestotrotz schenk ich ein Lächeln, ein kleines Hm nach hinten. Etwas in das Sein Gerücktes, lautlos sich Benehmendes, Raum Belassendes, Möglichkeit Berührendes, unendlich zu Form Erschaffendes,
entsprungen einem Nu. Ich will nicht wissen, was ich will. Es ist nur so, bald schon vorüber und eigentlich ganz still. Kleines lebendig sein, feine, sachte Dinge tun. Gut ist zu traurig, um traurig zu sein, ist wie niedergetretenes Gras. Werde in ein Baumloch schlüpfen und dem Unsichtbaren trauen. Ich falle auf meine Heimat, schwebe, löse mich auf, spüre Weichheit schluckend in mir, erregende Fläche, zusammendringende Eins, zwischen zwei Wassern, fliegender Teppich, 1001. Stehen, gehen, vergehen, verstehen. Von dem, was nacheinander, ineinander vor sich geht, unüberlegt, Wassertropfen fällt von Blatt auf Fingerkuppe, Ellbogen und Pupille spüre ich. Was hast du? Herzlichen Dank, Claudia. I will say a few words in English to introduce Claudia Schifferle, and then yes. I think we switch back for one question back to German. Claudia Schifferle is a musician, a poet, a writer, a painter, and a sculptor, so she's a very few artists can achieve this, you know, being able to navigate all these different fields. But Claudia Schifferle is also a legend, although most people don't know this, especially in Switzerland. I mean, Claudia is from Zurich, but a lot of people in Switzerland, even in culture, don't know why she's a legend. Claudia was the founding member of the really legendary Swiss punk band Kleenex in 1977. Later had to change its name into Lilliput because, you know, Kleenex, it was this company starting to cry, and then they wanted to hire some lawyers instead of using their Kleenexes. Anyways, so they then called themselves Lilliput, and it was one of the really early, if not first, all-female punk rock bands in the world, and especially and for sure in Switzerland. I grew up in the 80s, we would sing their songs. There's one song you can listen on these streaming platforms called Nice. It's really a nice song. And they signed up, just to finish that little story, they signed up with Rough Trade. That was a label back in the 80s. And you know, it's maybe like, back then it was the Gagosian of independent music. That's how important it was, Rough Trade. And if that doesn't convince you, one more thing. When Kurt Cobain, the lead singer of Nirvana, was asked to put together a list of most important music, he said every song of Kleenex. So, this book came out, if you want to dive into the whole topic. Just came out in the US. You can go in any independent or hipster bookshop and it
you will find this book. That's how important Kleenex and Lilliput are. We could go on forever. We started yesterday and exchanging memories, but we're not going into nostalgia too much today. So I will switch back to Germans, because I wanted to say something about the poems. Ich habe diese Gedichte gelesen. Sie sind hier auch publiziert. Ist mir etwas aufgefallen, nämlich dass immer wieder das Licht auftaucht, sind die Worte Sonnen, dann Schatten als Nebenprodukt von Sonne, eben Licht, Blinzeln, Sehen, Blitz, Tag, Sonnenstrahl, das Jetzt. Und dann auf der anderen Seite, das haben wir auch gehört, die Dunkelheit, der Traum, der Tod, die Nacht, das Sterben, die Winternacht und so weiter und so fort. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist die starke Präsenz von Verben. Es ist eine sehr aktive, es hat sehr viele Verben in diesen Gedichten, was nicht ganz üblich ist. Oftmals beschreiben ja Gedichte Bilder, Vorstellungen. Bei dir hat es sehr viele Verben und vielleicht hast du etwas dazu zu sagen. Also erstens mal sind die Gedichte schon älter, die ich jetzt vorgelesen habe. Die sind so zwischen Mitte 80er Jahre bis Mitte 90er Jahre entstanden. Und ich habe damals wie auch jetzt viele Songtexte eigentlich geschrieben. Viel eher schreibe ich für Musik. Das, aber nebenbei kamen die Gedichte und ich glaube, es hat natürlich durch die Verben auch einen Rhythmus und eine Bewegung, die sich vorwärts bewegt. Und das ist mir, glaube ich, sowieso ganz wichtig. Und dass dieser Rhythmus und dieser Beat, der darin ist, obwohl es eigentlich Gedichte sind. Und sie beschreiben einfach halt auch die Gefühle. Und in der deutschen Sprache gibt es eigentlich halt wahnsinnig viele tolle Verben, die einfach detailliert beschreiben. Das gefällt. Aber als Schweizer hat man ja Mühe, seine Gefühle zu artikulieren. Was als? Als Schweizer hat man ja, sind wir uns nicht so gewohnt, unsere Gefühle zu artikulieren. Aber in der Musik. Für mich nicht. Also ich nicht, bin ja auch Schweizerin. Aber mir ist es eigentlich ein Thema, weil ich mich wirklich für Gefühle interessiere. In meiner Arbeit und auch mit dem Mitmensch. Ich finde, an dem fehlt es vielleicht ein bisschen in unserer Welt. Und in der Musik war ein Ort, wo man auf sehr zugängliche Art bis heute Gefühle artikulieren, ausdrücken kann. Ja, natürlich in der Musik und auch vor allem im Gesang. Sie haben vielleicht das gemerkt, auch so, even if you don't speak German, something you could realize is how much these poems are influenced by music. So some of them, that's what Claudia just said, some of them come out of her practice as a member of a band and for writing song lyrics for also other singers, among them Stefan Eicher, you may know Stefan Eicher. And du hast für ihn auch Texte geschrieben für Stefan Eicher. Ja, aber mir sind eigentlich die ich für die Frauenbands geschrieben habe, sind mir schon viel näher. Ich habe einfach, er hat dann auch ausgewählt, welche ihm gefallen. Das war schon mehr ein Job. Auftrag. Gebe jetzt das Wort ins Publikum. Nochmal herzlichen Dank, Claudia. Vielleicht hat jemand von euch eine Frage an Claudia Schifferle. Thomas Bechler enttäuscht uns natürlich nie. Ja, ich möchte eigentlich eher eine Bemerkung machen zu dem zuerst wunderbaren Einleitungsworten von Daniel. Ich wusste gar nicht, dass er auch eine Ausbildung als Pfarrer hat. Also es wirklich hat uns alle sehr berührt, was er gesagt hat.
und sehr treffend für die heutige Zeit. Und ich glaube, Claudias Beitrag war eine Fortsetzung dieser Gedanken, was mich vielleicht, oder ich möchte zuerst noch eine Bemerkung machen und dann habe ich doch noch eine Frage zum Film, den wir dann ja gesehen haben. Während diesen Worten und auch während den Gedichten und eben den vielen Verben in den Gedichten, Verben entstehen ja nur oder entfalten ihre Kraft, wenn ein Mensch sie sagt. Genau. Im Gegensatz zu Subjekten oder Objekten. Mhm. Aber die Verben, die müssen ja in Bewegung gesetzt werden, nicht wahr? Und es ist mir eigentlich in den Sinn gekommen, dass Beyond Powerlessness, das Wort, das heute vielleicht das Wichtigste ist, ist die Verantwortlichkeitsexplosion. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die individuelle Verantwortung eine, jetzt in meinen kurzen 75 Jahren, nie dagewesene Bedeutung gehabt hat. Die individuelle Verantwortung. Und wir haben ja auch, oder ist mir aufgefallen, im Film von Claudia keine Menschen gesehen. Also wir können uns auf niemanden verlassen. Es gibt im Management so einen Spruch, der heißt, the buck stops here. In großen Organisationen, wenn etwas total schief geht, muss ja immer der Top-Manager, der CEO oder der Präsident, muss den Hut nehmen und gehen. Und da sagt man immer, er muss sagen, the buck stops here. Er ist der Letzte in der Reihe. Aber diesen Satz kann man heute nicht mehr sagen. The buck stops with every individual in the world. Und das hat mir eigentlich der Film gezeigt. Merci. Herzlichen Dank, Thomas. Sind schon zwei Pfarrer hier im Raum? Wir können einen kleinen Club bilden. Ja, ich schließe mich gleich an. Ich bin ja Pfarrerstochter, deshalb kann ich auch sprechen. Ich bin Künstlerin, versuche auch irgendeinen Sinn zu machen in dieser Welt heutzutage. Und danke ganz herzlich, Claudia, für diese wunderbare Arbeit und Vorarbeit, die du geleistet hast in vielen Bereichen. Ich möchte noch einen Begriff an, weil ich den gleich gelesen habe in einem Buch. Und zwar kam der von John Cage. Und er hat ja dieses, also Responsibility, hat er ja als Responsibility umgetauft. Und ich beschäftige mich genau mit diesen Fragen, eben Beyond Powerless, seit eben 7 Jahren ungefähr schon, weil ich in einer künstlichen Forschung bin. Und habe dann eben eigentlich das sehr interessant gefunden, eben weil auch die Frage der Responsivität da, also eben ja natürlich, wie Sie gesagt haben, in die Verantwortung zu kommen, aber eben auch dann die Idee dahinter, wie kann man in diese Verantwortung hineinkommen, was er eben damit gemeint hat, in seiner Zeit natürlich, als er diesen Begriff kreiert hat. Ich wollte das nur als Bemerkung mitgeben. Herzlichen Dank. Eine letzte Frage, weil nachher müssen wir weiter. Okay. Also, vielen Dank für dieses tolle Gedicht und diesen Film. Ich habe noch eine Frage über die Wechselwirkung zwischen Film und Text. Wir haben gehört, Verben, Bewegung, in die Zukunft schauen, was, glaube ich, total passend ist mit diesem Thema Beyond Powerless. Und aber auch im Film habe ich das Gefühl gehabt, gibt es diesen Fluss zwischen Hoffnung und Angst. Also auch offensichtlich ein Mensch oder etwas, das sich bewegt durch diese graue Welt, die man nicht ganz entziffern kann. Aber dann ist man in einem Tunnel und hat plötzlich diese Beklemmung und dann kommt man wieder raus und ist wieder an der Sonne. Und für mich war das ein bisschen eine Parallele auch zum
Text, der zwischen Trauer und Tod und Sonne und Licht über dieses Spannungsfeld würde mich interessieren. Also ich habe, weil es eben eigentlich ältere Gedichte sind und wir so eine spannende Zeit haben, wo ja so viel passiert, wo man eigentlich dafür auch eine Aussage haben muss, finde ich, habe ich das erste Mal zu den Gedichten diesen Film dazu gemacht, wo auch eigentlich so fast eher so ein etwas Futuristisches passiert, wo eigentlich eher so etwas Neues entsteht. Man hört ja auch so ein bisschen Baulärm. Und eigentlich ist das eigentlich einer der größten Unorte, wo ich gefilmt habe im Moment in Zürich, wo ich jetzt viel war. Das ist diese wahnsinnig lange, hohe Mauer, wo sie bauen. Also Trump hätte seine Freude daran. Die steht jetzt und es ist wie in Berlin, aber noch höher. Und ich habe dann daraus eigentlich etwas Schönes machen wollen und darum habe ich es bearbeitet. Und eigentlich sieht es jetzt schön aus. Also so, das ist eigentlich meine Hoffnung drin. Also ich habe es dann einfach so bildlich umgestellt. Und es hat sehr viel mit meinem Schreiben und Gedichten zu tun, weil ich oft so die ersten Sätze und Worte habe, wenn ich gehe, wenn ich spaziere, wenn ich durch Orte laufe. Und darum hat es dann eigentlich für mich gestimmt, das zu machen. Herzlichen Dank, ein Applaus für Claudia. Danke.